Rising Eagles vs. Inazuma Auswahl. Oh ja. Oh ja, ihr seht's richtig. Es geht endlich wieder weiter mit Inazuma 11 Explosion. So. Rising Eagles gegen die Inazuma Auswahl. Hier haben wir die gleiche Voraussetzung wie beim Vorgängermannschaft. Die Erwachsenen, und das sollte ich natürlich wechseln. Kleiner Moment, das seht ihr vielleicht nicht, aber ich sehe das. Okay, so, schauen wir mal, wie wir uns hier schlagen werden. Ich habe das seit ewig nicht mehr gespielt. Das haben wir ja eigentlich abgebrochen wegen Go 3. Nun kehrt es zurück. Oh, da ist ja niemand. Da ist ja niemand. Ah, komm, Pro! Jawohl, direkter Schuss. Wir dürfen keine Schusstechniken verwenden. Die dürfen aber alles andere benutzen. Das heißt, wir müssen draufzimmern, bis die AP leer ist. Leider Gottes ist das so. Und es wurde blockiert. Shit. Shit, shit, shit. Magisches Haupt. Ey, das ist doch eine Schusstechnik. Das geht so nicht. Das geht so nicht. So, Soundtown mit Ballonball verliert. Verliert leider gegen Defensivstreich. Alter, das ist ein OP. Verliert gegen OP. Ich versuche die ganze Zeit wieder auf die Leute drauf zu tippen, aber es funktioniert ja hier gar nicht. Ich muss hier komplett anders denken. Im Endeffekt ist es egal. Schattenattacke. Okay, Schattenattacke. Ah, das ist ja Teil 3. Da ist man halt in der Go-Reihe so verwöhnt. Ich wollte hier auch wieder einen langen Pass. Komm, komm. Draufzimmern. Ich wollte auch wieder jetzt versuchen, einen Langpass zu machen, aber das funktioniert ja hier absolut nicht. Ich weiß nicht, warum ich das die ganze Zeit versuche. Und hör auf, nur den Scheiß zu machen. Ah, Wheelie, Tempospurt. Ja, 5-0 zu erreichen ist echt schwer. Schattenattacke. Oh. Der gute Boy ist jetzt schon oben. Also, er hat keine TP mehr. So. Das lief nicht so gut. Vollzeit. Ich komme mit. Warte mal. Irgendwas stimmt gerade mit meinem Stift nicht. Ich versuche die gerade zu sehen, aber es funktioniert gerade nicht. Zickzack-Klammer. Let's go. Nein, Samantha! Das Problem ist, wenn sie durchkommt, kann sie schießen, ne? Oh oh. Oh oh. Ich habe keine Spezialtaktik. So, wir müssen brennende Fäuste nutzen. Meteorklinge. Sie haut richtig rein, die du gute Dame. Werden wir schaffen? Wir haben schon 21? Wie schnell ist die Zeit denn hier? Weg. So viel dazu. Was zum? Ich bin zwar aus der Übung, aber das ist natürlich jetzt ultra schlecht. Und ich darf keine Schusstechnik nutzen, ne? Das ist schon ein bisschen unfair. Muss man sagen. So. Komm, schön in die Mitte. Schön in die Mitte. Volley. Die hat nur noch 9 TP. Aber sie hat immer noch 9 KP. Die hat immer noch genug verdammte TP. Ja, jetzt setzt eigentlich mal was ein, was mehr TP verbraucht. Oh, oh, nein. Ist okay, ist okay. Der nächste Ball sitzt. Muss noch etwas früher aufstehen. Okay. So, einfach drauf. Einfach drauf. Einfach drauf.
Das ist dann unsere Chance, vielleicht irgendwann zu gewinnen. So, Tischplatte, sehr gut, sehr gut. Also ich könnte vielleicht noch Holzfäller nutzen. Hol dir den Ball. Feuergrätsche. Das ist jetzt unsere Chance, einen Ausgleich zu machen. Unsere Chance. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist nicht sein scheiß Ernst, dass er hier jetzt abfällt. Ich habe doch extra auf Tor gezielt, damit er direkt schießt. Och, das ist doch nicht dein verdammter Ernst, Schiedsrichter. Okay, Maddie wieder. Edmonds wird durch Maddie ausgetauscht. Okay, okay, Leute. Wir müssen 2 Tore schießen. Und das ist nicht einfach. Alter, ich will die ganze Leute ziehen, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Monolith-Bocker. Was? Verliert gegen fucking Ballzauber? Was ist denn hier los? So, Wallzeit. Kommt mit der Berg. Okay, wir müssen Druck machen. Wir brauchen 2 Tore. Dann haben wir zwar einen B-Rang, aber ja, dann haben wir einen B-Rang. Mehr können wir nicht verlangen. So. Schön in die Mitte spielen. Schön Druck aufbauen. Schön Volley. Come on. Triff jetzt endlich das 1:1. Jawohl. Schöner Direktschuss. Schöner Direktschuss. Ja, die sind natürlich ein bisschen schwach auf der Brust, ist klar. Darf man nicht vergessen, dass es ja einfach nicht das Hauptteam ist von den Rising Eagles. Apropos, falls jemand gerade neu frisch dabei ist und versteht nicht, was hier abgeht. Rising Eagles wurde von jemandem erstellt. Das heißt, es ist nicht meine Mannschaft. Ja. Dies habe ich eigentlich auch öfters versucht bei Schatten und so zu machen, aber irgendwie kam da nie was und deswegen habe ich jetzt meine eigene Mannschaft mit den Spielern. Oh ja, komm schnell, 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 schnell. Oh, oh, Pro steht nicht in Abseits. Oh, weißt du was, dann machen wir Kopfball. Dann machen wir Kopfball. Flanke, Flugkopfball. Tor! So sieht es aus. Pro ist einfach der Pro. So, hast du was gesehen? Was für ein Tor. Oh ja, ein Flugkopfball. Perfekt. So, 2:1. Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Wir haben immer noch Chancen auf den Sieg. Powerduft. Powerkreuzer. Keine Chance. Die gute Frau kennt ihren Duft. Sie weiß, ihn einzusetzen. So. Ja, okay. Grätsche vielleicht. Oh, yes. Okay. Bro. Nein! Wieso verlierst du den Ball? Nein, wieso verlierst du den Ball? Okay, er steht leider im Abseits. Besucher. Ah, ne, ja gut. Erstrang kann die eh nicht mehr kriegen wegen das Null. Aber einen Rang A kann ich noch bekommen. So. Wir versuchen es einfach. Gucken, was passiert. Die gute Yuma ist sowas von außer Gefecht. Aber hält trotzdem. Alles gut. Wir gewinnen. Das ist die Hauptsache. Okay. So. Den Trick mit Banyan geht ja hier nicht mehr. So, wir machen nochmal Kopfball. Let's go. Wunderschönen Kopfball und... Er ist drin. Er ist drin. So läuft der Hase nämlich. Ja, Holzfäller Schlag war natürlich ungünstig. Ne?
dass sie das zweimal eingesetzt hätte. Tischplatte verbraucht natürlich mehr TP. Und das ist nämlich der Trick halt daran, sie TP-arm und natürlich KP-arm zu machen. Also so dauerhaft die Spieler auf S-Ring zu bringen, das wäre noch eine Challenge. Holy shit, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Wer da Interesse hat und Bock hat, dass wir vielleicht eine Tour mit... Vielleicht stellt dann einer jemand eine Mannschaft auf, wo keine Stürmer vorhanden sind und keine Schuss. Und dann versuchen wir einfach mal eine Tour nur so mit zu gewinnen. Das ist natürlich herausfordernder. Es ist natürlich die Frage, welche Tour dann wir angehen. Apropos, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt von E3, unten in der Beschreibung sind natürlich alle Tickets, alle Touren, alle Informationen dazu sind da. Also, reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Oh shit. Die gewinnen die zwei Kämpfe hier. So, Mononit-Blocker. Endlich gewinnt er mal. Aber ich denke mal, S-Rang werden wir irgendwann auch noch hinkriegen. Habe ich auch in Capnets geschafft. Dort habe ich es ja bereits komplett auf 100%. Und das werden wir natürlich hier ebenfalls tun. Auch gegen die dunkle Engel werden wir antreten. So. Hehe, wird es euch zu heiß? Sowas Blödes, nochmal besiegt ihr uns nicht. Doch, ja. Aber wir gewinnen mit 3:1. Falls euch Leute fragen, warum da immer noch hier Inazuma Japan stehen und ganz am Anfang irgendwas mit Rising Eagles, liegt daran, dass es editiert wurde. Leute denken immer noch, es ist real, dass man den Namen umändern kann. Aber nein, es wurde extra rein editiert. Gut. Banyan, das Level Up, Thief, La Change und Minion. Wunderbar. Gut, ja, dann sehen wir uns hoffentlich dann beim nächsten Spielmatch wieder. Also, bis dann.